Liebe Gäste vom Scheiner Restaurant, wie Sie es vielleicht gewöhnt sind, lade ich Sie donnerstags immer zu mir in die Küche ein, zu unserem Kochkurs. Aber in dieser besonderen Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, habe ich mir überlegt, ich werde Sie heute zu mir nach Hause einladen, und zwar in meine Gartenküche. Da werde ich für Sie auf meinem 60 Jahre alten Holzherd einen richtigen Südtiroler Kaiserschmarrn zubereiten und in Form eines kulinarischen Südtirol-Grußes zu Ihnen nach Hause schicken. Die Zutaten dafür: 80 Gramm frische Südtiroler Milch, 50 Gramm frische Sahne, 80 Gramm Weizenmehl, 3 Eidotter, 3 geschlagene Eiweiß, 20 Gramm Zucker, Sultaninen, eventuell mit ein bisschen Rum und Orangensaft eingeweicht, etwas Öl, Butter und Abrieb einer unbehandelten Zitrone. Für die Zubereitung Milch, Sahne, Eidotter, Mehl, Abrieb einer unbehandelten Zitrone, glatt rühren. Abschließend die 3 leicht angeschlagenen Eiweiß vorsichtig unterheben. In die heiße Pfanne geben wir etwas Öl und anschließend den Kaiserschmarrnteig. So, nach circa einer Minute Garzeit ist es Zeit, den Kaiserschmarrn umzudrehen. Das ist natürlich auch für mich eine Herausforderung jetzt, weil es muss jetzt natürlich gelingen. Nun wird der Kaiserschmarrn mit ein bisschen Zucker bestreut, ein klein wenig Butter dazu und dann wird er ganz südtirolerisch zerrissen, in kleine Stücke zerrissen. So. Jetzt lassen wir den Kaiserschmarrn noch circa 10 Sekunden mit Butter und Zucker fertig karamellisieren. Und dann ist er auch schon servierbereit. So, liebe Gäste, ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Urlaubsgefühl nach Hause schicken. Ich möchte mich verabschieden. Bis nächste Woche, da werden wir ein neues Video veröffentlichen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause. Alles Gute, meine Tochter Julia hinter der Kamera und Ihr Küchenchef Stefan. Dankeschön.